Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Im heutigen Quick-Tipp zeige ich euch, wie man in DaVinci Resolve Presets erstellen kann. Viel Spaß beim Nachmachen. Das Projekt ist komplett jungfräulich. Wir brauchen jetzt auch kein Material. Es geht nur darum, dass wir jetzt unsere Presets erstellen. Ich muss gestehen, ich habe dieses Feature relativ spät entdeckt, hätte mir aber ganz viel Zeit sparen können. Also kann ich euch nur ermutigen, damit zu arbeiten. Spart tatsächlich Zeit. Wir gehen auf das kleine Zahnrad, die Einstellungen. Wir beginnen mit den Einstellungen unserer Timeline. Ich bleibe in dem Fall bei 1080. Allerdings arbeiten wir hier natürlich mit 25 Frames pro Sekunde. Dann muss ich mein Videomonitoring entsprechend einstellen. Hier kann ich die Location meiner Working Folders einstellen. Lasse ich in dem Fall unverändert, ist schon so, wie ich das gerne hätte. Dann gehen wir in den Bereich Color Management. Ich selber bin ein großer Fan von DaVinci Color Management System. Jetzt speichere ich das Ganze. Gehe auf die Presets. Und erstelle eine neue Version. Es empfiehlt sich hier eine entsprechende Benennung vorzunehmen, damit ihr das gleich wiederfindet. Somit steht mein neues Preset ab sofort zur Verfügung und kann in jedem Projekt hier geladen werden über Load. Oder aber, wenn ich sage, das ist jetzt meine Standardeinstellung, kann ich hier reingehen und kann sagen Save as User Default Configuration. Und wir sind auch schon am Ende mit unserem Quick-Tipp. Danke fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like und ein Abo. Bis bald, wir sehen uns.